Hallo, liebe Freunde. Wer wollte nicht schon immer mal einen kleinen Computer bauen? Ich meine jetzt nicht einfach ein paar Platinen kaufen und zusammenstöpseln. Ich meine auch nicht so etwas wie einen ausgewachsenen PC mit Gigahertz und Terabytes. Was ich meine, das ist so etwas wie ein kleiner Homecomputer, wie ein C64 oder Atari 800. Nur halt mit modernen Schnittstellen. Gerät sollte VGA, LAN und SD-Karte haben. Man sollte es in einer einfachen Sprache wie Basic oder in anderen Sprachen ganz einfach programmieren können. Wo man kleine Tools schreibt, kleine Games oder Demos oder vielleicht auch mit der Hardware bastelt und experimentiert. Und ich meine wirklich den Aufbau, angefangen von mit einer Platine und einer Handvoll Chips bis hin zum fertigen, funktionstüchtigen Homecomputer. Und genau das möchte ich in diesen Videos gemeinsam mit euch tun. Wir bauen uns unseren Homecomputer selber. Und wir füttern ganz liebevoll alle seine Ports und Register mit Bits und Bytes. Das Schönste an der Sache, da das Gerät ganz einfach aufgebaut ist. Also ich nenne das immer Küchentischdesign. Da das Gerät ein Küchentischdesign hat, kann es auch wirklich jeder selber aufbauen. Man benötigt da keine Spezialwerkzeuge oder exotische Bauteile oder irgendein geheimes Spezialistenwissen. Ja, das ist alles ganz einfach gehalten. Alles, was man braucht, ist Neugier und Spaß an der Technik, und den Rest, den lernt man beim Aufbau. Also dann, let's go!